Hey Leute, neues Projekt, nichts mit Modellbau, ganz was Spezielles. Ich habe hier im Haus einen Kellerabgang und dieser soll nun getrennt werden vom Vorzimmer. Und wer ein altes Haus hat, so wie ich, kennt die Problematik mit schlechter Isolierung. Und dieser Teil hier wird absolut unnötig mitgeheizt. Und jetzt brauchen wir hier eine Absperrung. Eine Tür, Holz kommt nicht in Frage, denn ich möchte das Licht, das von hinten kommt, auch im Vorraum haben. Also werden wir uns etwas aus Metall basteln, Metall und Glas, schweißen, schrauben, kleben. Alles werden wir dabei haben. Also wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Frisch vom Baumarkt, nachdem ich mein Schweißgerät bis dato mit Fülldraht betrieben habe und ich mir jetzt eine Schutzgasflasche besorgt habe, muss ich einmal diese ganze Gaude hier umrüsten. Dazu werde ich einmal die Drahtrolle herausnehmen . Obwohl ich sehr viel mit Schutzgas, mit Fülldraht geschweißt habe, ist doch das Spritzen nicht wirklich lustig. Testschweißer. Schaut fein aus. Für einen Modellbauer nicht schlecht. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Material haben wir hier 25x25 Vierkant. Und ich habe das Ganze mal mit der Flex zurechtgeschnitten. Hier rechts sehen wir den Teil, der hinter dem Kasten dann verschwinden wird. Und der Rest soll Türstock sein. Und jetzt werden wir das einmal ein bisschen zusammenbrutzeln. I am happy. Es wird immer schöner. Sehr zufrieden mit der Schweißung. Ich muss zugeben, ich habe schon bessere Schweißnähte gesehen, aber auch schon schlechtere. Unser Türrahmen. Den werden wir jetzt final verschweißen.
heute. Erste Anprobe von unserem Rahmen. Sieht von hinten dann so aus. Und hier haben wir dann auch schon den Türflügel. Und jetzt, Anschlag ist auch schon drinnen. Und als nächstes werden wir die Schweißkegel verschweißen. Ein Tag des Schweißens und Zusammenfügens der ganzen Teile ist erledigt. Ich habe die Teile nun mal grundiert. Es ist die Tür angeschlagen, die Schweißkegel sind verschweißt. Dieses schmale Seitenteil hier werde ich mit sogenannten Alucarbonplatten, das sind Kunststoffplatten, die beidseitig mit Aluminium beschichtet sind, kommen, glaube ich, ursprünglich aus dem Fassadenbau. Da habe ich noch Reststücke. Diese werde ich jetzt hier mit Klebt und Dicht verkleben. Und dann können wir ans Lackieren denken. Hier habe ich noch eine angebrauchte Kartusche. Dann hier Sealfluid zum schönen Verteilen. Dann bleibt das nicht auf den Fingern kleben. Das sieht schon ganz gut aus. Ich zeige euch das mal. Alles zu, können wir dann auch mitlackieren. So Leute, wie ihr hinter mir sehen könnt, wieder ein kleines Projekt abgeschlossen. Und zwar meine Kältebrücke dürfte so keine Chance mehr haben. Und das zu minimalsten Kosten. Zu den Kosten möchte ich sagen, hat die ganze Tür inklusive Sicherheitsglas keine 200 Euro gekostet. Und ich denke, das ist ja auch wert. Und schauen wir uns das Ding an. Sieht so aus. Oben habe ich dann noch zusätzlich eine Verblendung gemacht. Auch mit diesen Alucarbonplatten. Und hier. Voilà. Von der anderen Seite
Alles wieder fit. Und im offenen Zustand stört sie auch nicht. Und im Sommer, denke ich mir, kann ich sie sogar aushängen. Ja, das war's von meinem Vorhausabschottungsprogramm. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal. Ciao.